1, 52, 88 und damit auf Platz 6 Daniel Blum. Und es geht schon weiter mit dem nächsten Daniel Graf, der 181. Ja, auf den bin ich jetzt so richtig gespannt, auf den Daniel Graf. Vor 2 Jahren beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen 3. Platz. Vor 2 Jahren beim Biathlon-Weltcup in Kanti-Mansijsk an der 2. Stelle. Der kämpft normalerweise gegen Björndalen, gegen Greis und gegen einen Landerdinger auf der Biathlon-Loipe. Heute hier auf der Skipiste von Ischgl. Ja, und wenn wir das sehen, dann ist es besser, dass er wieder auf die Loipe zurückgeht. Daniel Graf, na, er fährt einen guten Schwung, kann da natürlich nicht mit den Allerbesten mithalten. Aber der Biathlet Daniel Graf im Ziel mit einer Zeit von 2:20:22. Super, Daniel Graf. War ja verletzt heuer, dann erkrankt, konnte deshalb auch beim Weltcup nicht Fuß fassen, wird aber im nächsten Jahr wieder durchstarten. Daniel Graf und Franz, den Daniel kannst du jetzt sofort zum Mikrofon holen. Der braucht nämlich eine gute Kondition beim Langlaufer und deshalb ist er wahrscheinlich jetzt schon bereit für das erste Interview. Ja, du täuscht dich, der Daniel liegt da am Boden und nicht genügend Kondition, aber lass mich ihn mal schnell aufstehen. Ja, die Michi hilft ihm, Daniel. Erzähl uns ein bisschen von deinen Eindrücken hier vom Rennen. Ja, die Piste ist eigentlich noch super beieinander. Sonst immer denken wir, es ist ein Nachteil mit der hohen Startnummer. Heute ist es nicht unbedingt ein Nachteil. Es ist nur für mich ein Nachteil, ich habe, wenn ich nicht zufrieden bin mit meiner Fahrt, keine Ausrede, ich habe eine hohe Startnummer. Aber die, was nach mir kommen, haben auch noch beste Bedingungen. Und hoffentlich haben sie ein bisschen mehr Kraft als ich. Ins Ziel noch. Ja, das war nicht Daniel. Nein, grad. Das war nicht der Daniel, ja. Das war der Christoph. Moment, die Michi isst da mein Semmel, aber wo ist der Daniel? Das wäre der erste Deutsche gewesen mit einem Barznauner Dialekt, Daniel Graf. Okay, wir konzentrieren uns auf die nächsten, die da heißen. Ich glaube, da ist uns jetzt jemand durch das Ziel gefahren. Da muss die Zeitnehmung jetzt aufpassen. Da hat ein Snowboarder nicht wirklich mitgedacht. Endzeit für die 186, 1:55, 66 Arm in Pfeile. Hermann Freiter und Daniel Freismuth mit der Startnummer 86, 187 und 188. Aber nichtsdestotrotz, Christian und Stefan, es war der erste Rennläufer, der fähig war, direkt nach dem Rennlauf ein Interview zu geben, wo nur halbwegs ein paar Worte rauskamen. Das stimmt allerdings. Also wir haben es auch hier verstanden, was er uns vermitteln wollte. Und jetzt auf der Strecke der Hermann Freier. Wunderschöne Zeit hier. 1,55, 56 geht hier ganz tief in die Hocke. 1,59, 62. Der hat also sogar noch einmal Kräfte am Ende dieses langen Skirennens gehabt und klassifiziert sich hier auf Platz Position 10, die 187 Hermann Freier. Und jetzt geht's schon weiter mit dem nächsten. Der Matthias Hofstetter kommt jetzt an die Reihe. Matthias Hofstetter mit der Nummer 189. Wir sind schon in der neuen Klasse Jugend. Männlich. Und schauen wir noch einmal das Endergebnis an. Haben wir das? Ja, Michael Winkler aus Ischgl hat diese Klasse gewonnen mit 1:42:19 vor Gerald Zangler aus See mit 1:44:22 und an dritter Position mit einer Zeit von 1:49:53 der Christoph Kadrein. Ja, und der Charlie Lahner, der hat leider nur den undankbaren vierten mit 1:50:48 und Stefan, die Zeit mit 1:42:19, die hat gereicht für diese Klasse. Ja, unglaublich. 1:42 reicht in dem Fall also für den Sieg. Unglaubliche Zeitunterschiede, die wir heute hier bei diesem Rennen erleben. Jetzt also dann
die letzte Klasse, die Klasse Jugend 1 männlich, mit einem Matthias Hofstetter, mit einem Sandro Kleinhans. Schwester Michelle hat ja schon gewonnen und der Werner Kleinhans, der Vater vom Sandro und von der Michelle, der hat natürlich die Ski wieder perfekt präpariert, gefeilt, vorbereitet, dass die Kids, die Kinder, seine Kinder heute hier in ihren jeweiligen Klassen den Ton angeben. Ja, aber bevor es da mit dem Familienduell weitergeht, jetzt habe ich ihn gefunden, den Graf Daniel. Endlich einen deutschen Wort Deutsch spricht. Grüß dich. Ja, wie war die Strecke? Wie war die Länge? Wie ist er gegangen? Ja, wir haben es uns vorher mal schnell angeschaut und dann war es eigentlich ganz easy, aber jetzt ist eine harte Runde gewesen. Und normalerweise renne ich die Berge hoch, jetzt musste mal runter, habe ich noch ein paar Reserven, aber hat total viel Bock gemacht heute, war geil. Ja, ich glaube, so wie der Daniel lacht, können wir damit vielleicht rechnen, dass er nächstes Jahr wieder bei der Silfretta-Trophäe dabei ist oder eher nicht? Ja, erstmal eine gescheite Saison im Weltcup wieder mit dem Biathlon machen und dann auf jeden Fall komme ich wieder her. Ist ja Bombenwetter heute, also das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Ja, jetzt hat man das richtige Interview mit dem richtigen Daniel, aber jetzt geht es dann gleich weiter mit der Abschlussklasse der Jugend. Ja, Daniel Graf, also das hat mich so richtig gefreut, wie ich den heute auf der Startliste gelesen habe. Normalerweise läuft er vor 20.000, 30.000 Fans im Biathlon in Ruhpolding. Er war zum Beispiel auch schon am Start in der Veltins-Arena auf Schalke, wo er vor knapp 50.000 Menschen im Biathlon gelaufen ist. Bei diesem Show-Wettbewerb kurz vor dem jeweiligen neuen Jahr findet ja dieser Event immer wieder statt. Jetzt hat er Verletzungspech, immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle, aber dieses Skirennen heute hier in Bad Znaun in Ischgl hat er sich nicht nehmen lassen. Wer ist denn das, der da momentan gerade fährt? Wir lassen uns jetzt dann überraschen, wenn wir die Nummer bekommen, die 191, Benjamin Egli, und der Benjamin aus Hochdorf, der Schweizer. In 2:31.98 hat er hier gefinisht. Das heißt für uns, dass sowohl Hofstetter als auch Kleinhans, die beiden Top-Favoriten in dieser Klasse, ihre Segel haben streichen müssen. Die beiden sind gescheitert und damit wird es wohl hier keinen Favoritensieg geben. So, und die nächsten sind Bernhard Wolf aus See mit der Nummer 192. Der Bernhard Sangerl, auch ein Bekannter unter den Ischglern, ist hier heute mit am Start mit der 193. Dann kommt noch Alexander Rudiger, aber wir warten jetzt auf die Zeit vom Bernhard Wolf, den wir schon hier im Flachstück sehen und der gibt auch einiges, der weiß, um was es da heute geht. Kann er doch wirklich hier auf Position 1 fahren. Mit 1,35 hier knapp vorm Ziel, sehr gute Zeit. 1,39 vorm letzten Tor. Und jetzt im Ziel mit 1,43,14 und ist hier jetzt einmal vorübergehend an erster Position. Aber das kann natürlich schon auch die Topzeit heute, die Favoritenzeit und der Platz 1 sein. Ja, das könnte vielleicht Platz 1 sein, aber jetzt fährt mal Bernhard Zangerl und da wird jetzt der Peter und die Maria, Papa und Mama natürlich nach oben schauen. Zangerl 1,31, aber da hat auch er noch einen weiten Weg bis ins Ziel hinein. Nochmals, momentane Bestzeit hier in dieser Klasse, 1,43,14, ganz eng, Zangerl oder Wolf, es ist Wolf. Zangerl im Ziel mit einer Zeit von 1,44,530 und damit der letztjährige Sieger momentan an der zweiten Position.
Ja, jetzt auf der Rennstrecke der Alex Rudiger und es schaut so aus, als wenn die Topzeit mit 1:43:14 von Bernhard Wolf halten wird. Und zwar ganz klar sogar hier, denn der Alexander Rudiger hat nur eine 1:52:90er Zeit und ist hier auf Position 3 derzeit. Jetzt dafür der nächste Florian Dabelander. Der wird wohl hier eine neue Bestzeit schaffen können. Und in Kürze ist es amtlich. Mit 1:38:25 sehen wir eine der allerschnellsten Zeiten des gesamten Renntages bisher. Dabelander, Erster und wie? 1:38:25, fast 5 Sekunden der Vorsprung auf Bernhard Wolf. Wer kommt noch an die Reihe? Da stehen noch folgende Herren oben. Der Michael Scheiber, das sollte schon der Familienname gewissen vor Erfolg versprechen. Dann der Florian Yuen mit der Startnummer 197 aus Strengen. Christoph Hofstetter aus Biedermannsdorf. Sebastian Czernut und der letzte dieser Gruppe, Robert Jähler. Und jetzt im Ziel der Michael Scheiber mit einer guten Zeit von 1:47:26. Damit ist er jetzt auf Platz 4. Jetzt geht es noch Schlag auf Schlag. Es sind ja nur noch die letzten 5 hier oben. Als nächster Christoph Hofstetter mit der 198er Startnummer. Kommt hier schon ins Flachstück herein. Das könnte eine gute Zeit werden. 1:40:39 und ist hier auf Platz 2. Nur eine Differenz von 2:14 zum Florian Dabelander. Eine sehr, sehr gute Zeit und auch eine 1:40:39er Zeit ist sicher auch im Gesamtklassement eine der besten Zeiten hier. Jetzt auf der Piste Sebastian Czernut aus Gallneunkirchen, der vorletzte dieser Silvretta Trophy 2011 und dann ist die Geschichte, aber sie wirkt sicherlich in den Köpfen noch lange, lange nach. Es ist einfach sehr, sehr schön hier, die Teilnehmer gleiten zu sehen. 1:43:61, damit jetzt Platz 4 für den Sebastian. Und jetzt als letzter hier, der Robert Jähle, der hier noch sich dieses Rennen zum Besten geben wird. Und er ist schon im Steilstück herum, kommt bald in die Flachphase. Und auf den warten wir noch. Und nicht vergessen, für alle Teilnehmer gilt es auf der Bühne, könnt ihr euch etwas Kulinarisches abholen, etwas zu trinken und es sei uns auch nochmal der Hinweis erlaubt, heute die After-Race-Party im Kuhstall unten in Ischgl. Für den ersten nicht mehr gefährlich, aber mit 1:56:40 auf Position 8 der Robert Jähle und der hat hier dieses Rennen zum krönenden Abschluss gebracht. Damit haben wir auch das Endklassement dieser Gruppe Jugend männlich. Florian Dabelander aus Lermoos mit einer sehr, sehr guten Zeit. 1:38:25. Dann Christoph Hofstetter mit einer Zeit von 1:40:39 auf Platz 2. Und der dritte Bernhard Wolf 1:43:14. Und damit ist dieses Rennen zu Ende.